Guten Morgen. Ich sehe vielleicht noch ein wenig verschlafen aus. Es ist noch super früh. So früh, dass noch hier die Lichter brennen, weil es draußen noch viel zu dunkel ist. Ein bisschen kann man was sehen. Ja, im Laufe des Tages wird es jetzt noch heller werden, aber solange lasse ich die Gardinen noch zu. Heute ist ein ganz besonderer Tag, deshalb filme ich jetzt früh morgens schon mit, denn heute ist die Schulanmeldung für Clara. Und ich muss sagen, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Eigentlich komisch, dass ich deswegen aufgeregt bin. Aber ich freue mich sehr für sie und ich werde auch gleich mit ihr dahin fahren. Vorher müssen wir noch ein paar Sachen vorbereiten. Johann ist jetzt schon in der Schule, den habe ich schon gerade hingebracht. Elisa ist noch oben im Claras Zimmer und da wuseln die gerade noch ein bisschen rum. Wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit. Ich wollte jetzt einmal schnell im Kindergarten anrufen und Bescheid sagen, dass Clara heute nicht kommt, beziehungsweise vielleicht ein bisschen später. Vielleicht bringe ich sie noch hin nach der Schulanmeldung. Da muss ich mal schauen, ob es zeitlich noch passt. Die ist nämlich gleich um 10 Uhr irgendwas, 10.30 Uhr, 10.45 Uhr, muss ich gleich nochmal in meinen Planer schauen. Da stehen sowieso noch ganz viele Termine drin, die ich heute machen muss. Habe ich mich gestern Abend noch erschrocken, als ich da reingeguckt habe. Die ganze Seite ist voll. So, ich habe im Kindergarten Bescheid gesagt, ne, dass du heute wahrscheinlich nicht kommst, wegen der Schulanmeldung. Mit deiner Erzieherin habe ich gesprochen. Na, Elisa, möchtest du auch runterkommen? Dann deckt Mami mal jetzt den Frühstückstisch. Ja, ich habe Hunger. Hast Hunger? Mhm. Muss ja auch noch gestärkt sein, ne? Gleich geht's ja zur Schulanmeldung. Hast dich sehr hübsch angezogen. Oh, ein richtig tolles Outfit, das mit den Pferden drauf, ne? Mhm. Sehr hübsch, super. Einmal Haare kämmen musst du noch? Ja, schnell. Okay. Und schöne Haare machen. Ja, machen wir. Willst du was trinken? Bevor es heute zur Schulanmeldung geht, müssen wir nochmal los zum Fotografen. Wir müssen nämlich so ein paar Sachen mitbringen zur Schulanmeldung. Den Schüleraufnahmebogen mussten wir natürlich ausfüllen. Dann noch so Einverständniserklärungen bezüglich, ja, Fotos, also ob sie da Fotos machen dürfen. Und noch ein Zettel darüber, ob Clara am Religions- oder am Philosophieunterricht teilnehmen wird. Das mussten wir auch ausfüllen. Dann noch eine Kopie der Geburtsurkunde und eben noch ein Passfoto. Das kommt dann auf ihre Mappe wohl vorne drauf, damit die Lehrer gleich wissen, um wen es geht. Und ja, das habe ich bisher ein bisschen versäumt. Ich habe gestern extra abends, als mir das eingefallen ist, noch angerufen beim Fotografen, ob das möglich ist, dass wir heute nochmal schnell vorbeikommen. Und zum Glück kennen die uns ja schon, da machen wir auch immer unsere Jahresfotos. Dann meinten die gleich, ja klar, kannst vorbeikommen. Gleich um 9 haben wir schon den Termin. Und was machst du, Elisa? Wartest du auch auf dein Frühstück? Ja, ein bisschen stiller? Was hast du vor? Was hast du vor? Elisa! Oh, 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 oh! Habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt, aber Elisa kann schon sehr, sehr sicher Treppen hoch und runter. Ne, süße Maus? Ja, aber schon gut geübt. Nam, nam. Ja, Mami macht jetzt Frühstück. Justus kommt gerade nach Hause. Er kann nämlich heute von zu Hause aus arbeiten. Hallo, mein Schatz. Hallo, mein Hübscher. Bringst du Brötchen mit? Elisa hat schon gesagt, yam, yam. Yam, ja, yam, ja, genau. Ja, ich decke jetzt den Frühstückstisch. Ja, meistens wollen wir aufs Bild. Bild machen wir heute, genau, das haben wir nämlich heute auch noch vor, das Familienfoto, was wir ja jährlich immer zusammen machen. Dann haben wir immer pro Jahr immer ein Foto und das ist echt schön, diese Veränderung immer zu sehen. Ja, über die 7 Jahre, das ist schön. 7 Jahre schon? Ja. 7 Fotos haben wir schon. Clara, möchtest du auch Kakao? Danke. Ja. Mal Kakao trinken? Mache ich dir auch noch Kakao. Oh, guten Morgen, Clara. Aber die Baby erstmal deine Kette möchtest du anziehen? Ich habe nicht gefunden. Oh, sehr hübsche Haarspangen. Die machen wir heute auch rein, ja? Da habe ich wieder gefunden, bei deinen Stiftlein. Ja, das war witzig. Was machen wir denn heute für eine Frisur? Eine schöne. Eine schöne? Welche möchtest du denn? Ein Dutt. Ein Dutt, okay. Sehr schön. Eine schöne Frisur und dann suchst du sich Dutt auf. Was steht heute noch an? Ja, also Fototermin für die gesamte Familie. Dann ist heute noch ein Geburtstag, auf den Johann eingeladen ist. Da muss ich ihn hinfahren. Und dann ist noch Musikschule. Genau, das ist auch noch. Und McDonald's steht auch auf dem Plan. Ja, das ist auch ganz süß. Die Kinder dürfen nämlich nach der Musikschule, weil das immer so spät ist, danach ausnahmsweise auch zu McDonald's. Das ist immer so ein Highlight, da freuen sie sich immer so drauf. Und heute steht Clara da alleine, weil Johann ja auf dem Geburtstag ist. Und ich bin das auch gemeint.
Was findest du gemein? Dass du ein bei dir Geburtstagfeier ist. Ja, manchmal ist das so. Dann ist nur einer eingeladen. Justus, nimmst du dir jetzt einfach ein bisschen meine Milch? Ich schenke dir auch gleich neue Milch nach. Wir haben jetzt zu Ende gefrühstückt. Jetzt werde ich alles vorbereiten, damit wir gleich losgehen können. Einmal meine Tasche packen. Ich glaube, das muss ich sowieso erst nochmal ausmisten. Da sind jetzt so viele Sachen drin. Nee. Brötchentüte brauche ich nicht. Portemonnaie nehme ich mit, Handy nehme ich mit. Jetzt geht es ja erst einmal nur zum Fotografen, aber ich weiß nicht, ob wir es zeitlich schaffen. Deshalb nehme ich schon mal die Anmeldesachen mit, falls wir dann direkt durchfahren müssen. Na, Clara? Ja. Dann wollen wir auch mal langsam, ne? Dann geht es jetzt auch schon los. Geschlossen, alle Geschäfte. Die sind geschlossen. Alle Geschäfte. Ja, sind noch ein bisschen früh dran. Aber besser zu früh als zu spät. Will ich mal gerade hin, Clara? Ja, ein bisschen lächeln. Ja. Super. Und noch ein bisschen lächeln. Richtig lächeln, klar. Ja, genau. Ja, super hübsch. Super. Warte, hübsch. Ich will noch mal ein Stückchen zu mir. So. Und noch ein bisschen lächeln. Na komm, Clara, dann gucken wir mal, wie es aussieht. Genau. Wir gucken erstmal durch. Fotos haben wir jetzt gerade machen lassen. Und bist du zufrieden, Clara? Ja. Das sind richtig hübsche Fotos geworden. Ein Foto geben wir ab für die Schulmappe und den Rest, den können wir behalten. Das sind, glaube ich, insgesamt 4 Fotos jetzt gewesen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Schule. Und dann geht es auch schon los mit der Schulanmeldung. Bist du aufgeregt, Clara? Ja. Nein, bist du gar nicht. Mami ist aufgeregt. Du bist gar nicht aufgeregt. Ich bin super aufgeregt. Echt? Musst du aber nicht sein. Das wird ganz toll. Das ist eine ganz liebe Frau, mit der kannst du dann reden. Ist ganz lieb. Genau, etwas basteln, etwas malen, das kannst du alles mit dir machen. Das kannst du schön. Wieder. Da. So, süße Maus. Ja, so. Flitz mal rein und erzähl mal Papi. Aber wo sind die Fotos? Die Fotos sind hier dran. Ich will sie doch dran sein. Komm schnell rein zu Papi. Müssen wir ihm alles erzählen. Papi hat schon die Tür aufgemacht. Hallo. Na, was gibt's zu erzählen? Ganz, ganz viel gibt's zu erzählen. Dann erzähl du mal. Warte doch mal. Mami muss doch, auch. Doch. Mami will es ja erzähl, auch mal. Erzähl. Nein. Nein? Mami durfte wahrscheinlich gar nicht sagen, ne? Ich durfte doch nicht mal mit ins Zimmer. Was? Ja, ich darf doch gar nicht mehr rein. So, komm schnell. Ein bisschen hat Mami gesehen. Los, erzähl. Also, wir sind zu der Schule gefahren. Nein, wir haben ein Foto abgeholt. Und dann sind wir zu der Schule. Mhm. Mami und ich mussten warten. Wir haben ein kleines Baby gesehen. Mhm. Das hat geschrien. Und wollte die ganze Zeit die Fische. Und das hat uns so angeguckt. Ganz böse hat euch angeguckt. Jetzt erzähl mal, wie das war mit der Lehrerin. Das war, und dann haben wir gewartet und dann war es, ging es schon los. Ging es schon los? Dann ging es schon los. Hab ich mit ihr Murmeln gezählt und gerechnet. Ach, ihr habt Murmeln gezählt und gerechnet? Ja, und wir haben auch Elefant. Elefant. Habt ihr Silben geklatscht? Elefant. Ja. Ah, okay. Und ich habe auch gemalt. Gemalt hast du auch? Genau, das habe ich gesehen. Ein kleines Mädchen hast du gemalt. Mit braunen Haaren, mit rotem Kleid. Ja, meine Lieblingsfarbe rot. Ja. Und ich habe noch so gemalt und einmal so wie ein Schmetterling oder so. Okay. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und ich durfte die ganzen Ampeln drücken. Die Ampel drücken? Ja, bei den Fußgängern. Ach so, okay. Durfte sie die Ampel drücken. Genau. Jetzt bist du großes Mädchen, jetzt bist du angemeldet für die Schule. Mir einfach meine Fotos zeigen. Ja, dann zeig mal deine Fotos. Kannst du was trinken?
du in die Kamera zeigen, deine Fotos, aber die Leute sehen das ja nicht, Clara. Mami muss das ja wieder wegmachen. Aber es sind sehr schöne Passfotos. Richtig schön lächelst du dann drauf. Mach mal jetzt noch neue Teelichter hier rein. Die brennen bei uns nämlich jeden Tag. Ich finde das so schön in dieser Zeit, wenn man schöne Kerzen anhat. Ist gleich alles viel gemütlicher. Eine. Und noch eine. Lange wird die Deko aber auch nicht mehr stehen, weil wir Ende dieser Woche nämlich auch schon winterlich und weihnachtlich dekorieren wollen. Da wollte ich auch noch ein paar Inspirationen schauen. So ein bisschen auf Pinterest und im Internet, was man da so machen kann. Aber ich habe schon so ein Farbkonzept im Gehirn, was ich da so machen möchte, umsetzen möchte. Weiß-rot oder was ist der Farbkonzept? Wieso? Ja, das ist ja so üblich für Weihnachten. Nee, ich finde das nicht üblich. Gerade in diesem Jahr sind ganz viele Dekos mit rosa Tönen. Aber ich finde, das passt gar nicht zu uns hier rosa im Wohnzimmer. Ja, ganz viele dekorieren in rosa. Schreib mir mal, in welche Farben du dekoriert hast jetzt für Winter. In schwarz und braun. Aber ich glaube, ich werde das Rot, Silber, Gold, sowas in der Art machen. Ich finde das so richtig schön warm und gemütlich. Johann ist wieder da von der Schule. Und was hast du mir mitgebracht? Voller Stolz. Ein ganzes großes Loch. Was ist da passiert? Also steig mal aus. Also kleine Löcher und so haben wir schon öfters mal, aber das hatte ich auch bisher noch nicht. Was ist passiert, Johann? Ist umgekippt? Ja, ich bin umgeknallt. Ärgerlich. Aber zum Glück hast du hier keine Schramme, ne? Ist jetzt nur das große Loch in der Hose drin. Mami? Ja? Wo sind nochmal die Weihnachts, die du mir gekauft hast? Ach, die ich gekauft habe? Ja, die gebe ich dir gleich. Einmal eine Weihnachtsmütze. Ich finde sowas süß. Für mich und für Justus eine, ja. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Danke, die werde ich jeden Tag anziehen. Und dann noch sowas Süßes hier, fand ich auch total niedlich. So ein Haarreif. Ich weiß nicht, ob das Clara passt oder auch für Elisa, finde ich das total niedlich. Ich möchte das gerne für mich. Müssen wir mal gucken. Komm, wir machen das mal ab. Ich probiere mal an, ob sie passt. Okay. So. Ja, passt. Ja, das passt. Es weihnachtet sehr. Sieht echt niedlich aus, Clara. Ist das gut? Ja. Schmeckt es? Mhm. Wir essen jetzt hier noch zu Mittag. Heute gibt es Spaghetti Bolognese und zusätzlich auch noch Ketchup. Hast du ja Ketchup noch mit reingetan? Schmeckt dann noch ein bisschen intensiver. Und danach geht es noch zum Geburtstag. Johann ist ja heute eingeladen. Und das ist eine richtig gute Idee. Sie spielen nämlich auf dem Golfplatz. Geschenk habe ich auch schon hier. Ist schon alles fertig. Das nimmt er dann gleich mit. Da ist einmal Lego drin, irgendwelche leuchtenden Lego-Teile. Dann hat sie sich gewünscht ein Schleichtier, ein Pferd. Und dann noch so ein Nähset habe ich auch noch rausgesucht. Fand ich ganz süß. Ist jetzt auch schon fertig eingepackt. Habe ich direkt im Laden packen lassen. Dann muss ich das zu Hause nicht machen. Später wollte ich auch noch mal los. Ich wollte nämlich noch sowas besorgen für meinen Elefantenfuß. Der hat nämlich so kleine Mitbewohner bekommen. Das sind ja, glaube ich, Wollläuse heißen die. Also die sind auch schon ziemlich groß. Und außerdem leidet er auch so ein bisschen drunter. Also er hat schon hier so ein paar braune Blätter bekommen. Das ist natürlich schade. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.